Wie kann eine Hochkonjunktur abgeschwächt werden? Wie kann eine Hochkonjunktur abgeschwächt werden? Zunächst fragen wir mal, warum sollte man eine Hochkonjunktur abschwächen? Was ist eine Hochkonjunktur? Eine Hochkonjunktur bedeutet starke Zuwachsraten beim Bruttoinlandsprodukt. Und das wird im Grunde als sehr positiv angesehen, aber es kann sein, dass eine Hochkonjunktur führt zu einer Überhitzung. Man vergleicht das oft mit einem Motor. Der Konjunkturmotor läuft rund oder er stottert oder bei der Hochkonjunktur, bei der starken Hochkonjunktur, die man dann schon Boom nennt, kann er auch überhitzen. Und da ist dann eine Dämpfung, ein Abschwächen gegebenenfalls angezeigt. So, jetzt kommen wir zu der Frage, wie kann man das machen? Und da ist es gut, wenn man die Struktur der Lösung kennt und nicht nur die Inhalte. Was ist die Struktur der Lösung? Die Struktur der Lösung ist, dass es bei solchen konjunkturellen Maßnahmen immer zwei Ansatzpunkte gibt. Nämlich einmal die Fiskalpolitik, Fiskus der Staat, also der Staat greift an, und die Geldpolitik, die eher in den Händen der Zentralbank bzw. der Europäischen Zentralbank liegt. Also wir haben zwei grundsätzliche Möglichkeiten, Konjunktur zu beeinflussen. Immer. Ja, es ist die Fiskalpolitik auf der einen Seite und die Geldpolitik auf der anderen Seite. So, und dann kann man jetzt konkret zu den Inhalten kommen. Noch einmal, Fiskalpolitik ist die eine Möglichkeit und Geldpolitik ist die andere Möglichkeit und es geht um Dämpfen einer Hochkonjunktur. Was kann man machen im Rahmen der Fiskalpolitik? Nun, man kann die Steuern erhöhen. Jetzt könnte man auch überlegen, welche Steuern wären hier sinnvoll. Es könnte zum Beispiel sein die Umsatzsteuer, es könnte sein die Einkommensteuer. Durch beides haben die Konsumenten weniger Geld in der Tasche. Man müsste also überlegen, was befeuert denn diese Hochkonjunktur? Sind es starke Käufe der Konsumenten? Dann könnte man so eingreifen. Wenn das eher unternehmerische Sachen sind, dann könnte man auch zum Beispiel die Körperschaftssteuer erhöhen. So, was kann man noch auch machen? Man kann die Staatsausgaben verringern. Warum? Weil der Staat selber einen wichtigen Beitrag leistet zur Konjunktur. Der Staat trägt selber durch seine Ausgabenpolitik dazu bei, dass das Bruttoinlandsprodukt wächst. Und wenn man das hier reduziert, dann reduziert man den Einfluss des Staates auf die Konjunktur und dämpft gegebenenfalls. Und man könnte etwas Drittes machen, nämlich Sparanreize erhöhen. Im ersten Fall bei den Steuern sorgt man ja dafür, dass die Leute weniger Geld in der Tasche haben, indem man es ihnen wegsteuert. Bei den Sparanreizen, die man erhöht, lässt man den Leuten das Geld, bringt sie aber dazu, dass sie das Geld nicht konsumtiv ausgeben, also nicht verbrauchen, sondern dass sie es sparen. Das sind Maßnahmen der Fiskalpolitik. Kommen wir zu den Maßnahmen der Geldpolitik. Was könnte man machen? Was könnte die Zentralbank machen? Verkauf von Wertpapieren, ich kürze das mal ab. Verkauf von Wertpapieren. Man nennt ja dieses Instrument Offenmarktpolitik. Die Zentralbank tritt als Marktpartner auf, verkauft den Banken Wertpapieren, den Geschäftsbanken Wertpapiere. Dann sind die Wertpapiere bei den Geschäftsbanken und das Geld ist bei der Zentralbank und kann damit nicht für Käufe und zum weiteren Anheizen der Konjunktur verwendet werden. Also, der Wirtschaft wird praktisch Geld entzogen.
Ja, es ist ja Geldpolitik. Und Geldpolitik kann sein expansiv oder restriktiv. In dem Fall sollte die Geldpolitik restriktiv verwendet werden und der Verkauf von Wertpapieren ist eine Möglichkeit. Dann kann man die Mindestreservesätze erhöhen. Mindestreservesätze, das ist Geld, das die Geschäftsbanken bei der Zentralbank hinterlegen müssen, mit dem sie nicht arbeiten können. Wenn man das erhöht, wenn man also die prozentualen Sätze erhöht, sagen wir mal, statt 10% auf deine Sichteinlagen, liebe Geschäftsbank, musst du jetzt 15% als Mindestreserve hinterlegen, dann entzieht man der Bank, der Geschäftsbank, Kreditvergabemöglichkeiten. Die Banken können weniger Kredite vergeben. Und man kann schließlich den Zinssatz für die sogenannten Einlagefazilitäten erhöhen. Ja, es ist jetzt im Moment hier nicht im Gegenstand dieses Videos, das genau alles zu erklären. Was sind Einlagefazilitäten? Aber vielleicht erinnern Sie sich, das sind kurzfristige Anlagemöglichkeiten der Geschäftsbanken bei der Zentralbank. Und wenn man den Zinssatz erhöht, dann ist es für die Geschäftsbanken attraktiver, dort ihr Geld zu parken, denn sie kriegen sicher ihr Geld plus Zinsen wieder, als es als Kredite zu vergeben, wo ja auch immer eine gewisse Unsicherheit dabei ist. Okay, das sind Maßnahmen, um einen Boom, eine Hochkonjunktur abzuschwächen. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank.